immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf pure.com. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Lausitzwelle Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge. Der Landkreis Görlitz hat jetzt ein Projekt gestartet, welches mit neuester 5G-Technik die Ausbreitung des Borkenkäfers stoppen und die Gefahr von Waldbränden präventiv verringern soll. Worum es genau geht und wie das funktioniert, erfahren Sie jetzt. Das Projekt Waldwächter des Landkreises Görlitz kann nun umgesetzt werden. Das Konzept umfasst zwei sich ergänzende Anwendungen, zur Waldbrandherd-Identifikation und zur Borkenkäferdetektion. Für die Ermittlung eines potenziellen Waldbrandherdes wird das Projektgebiet mittels stationärer und mobiler Kameratechnik in verschiedenen Spektralbereichen überwacht. Erkennt die künstliche Intelligenz in der Abweichung einen potenziellen Brandherd, wird eine entsprechende Information an die Feuerwehr zur Entscheidung über weitere Maßnahmen herausgegeben. Im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs haben 71 Städte und Regionen in ganz Deutschland die Chance ergriffen, innovative und kreative Konzepte für 5G-Anwendungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bereits im Jahr 2020 hatte der Landkreis Görlitz ein Konzept für 5G-Anwendungsszenarien in den Bereichen Drohnensteuerung und Waldbrandbekämpfung erarbeitet. Wie die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf informiert, unterstützt ein Sicherheitsdienst jetzt den kommunalen Ordnungsdienst. Wie schon in den Vorjahren greift die Stadt wieder auf einen Sicherheitsdienst zurück, der an Wochenenden in den Abend- und Nachtstunden Kontrollen im Stadtgebiet durchführt. So behalten diese beispielsweise Sitzplätze, Sportanlagen, Parks und andere beliebte Treffpunkte im Auge. Die Patrouillengänge ergänzen im Juli und August die Arbeiten des kommunalen Ordnungsdienstes, dessen Mitarbeiter im Außendienst an Werktagen unterwegs sind. Hauptamtsleiterin Rika Wittich sagt, der Einsatz des Sicherheitsdienstes trage dazu bei, dem Bedürfnis der Einwohnerschaft für mehr Ordnung und Sicherheit zu sorgen und mehr Präsenz zu zeigen. Zwei weitere Katastrophenschutzlöschzüge des Landkreises Görlitz sind seit heute im Einsatz gegen die Flammen in der sächsischen und böhmischen Schweiz. Unter anderem der Löschzug Retten und der zweite Löschzug Wasserversorgung sind derzeit vor Ort. Die Landesdirektion Sachsen forderte schon am Dienstag einen Katastrophenschutzlöschzug Wasserversorgung sowie ein Tanklöschfahrzeug zum Einsatz in der sächsischen Schweiz an. Wie das Landratsamt Görlitz informierte, war bereits am Montag eine Anfrage der Freiwilligen Feuerwehr Warnsdorf an die Freiwillige Feuerwehr Groß-Schönau zur personellen und technischen Unterstützung gestellt worden und einzelne Einheiten für einen Einsatz in der böhmischen Schweiz ausgewählt worden. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz im Löbau-Ortsteil Kittlitz. Im Gewerbegebiet wurde ein Brand im Pelletwerk gemeldet. Umgehend eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 4 Löschfahrzeugen und einer Drehleiter zum Ort des Geschehens. Schon von weitem war eine Rauchsäule auf dem Gelände erkennbar. Umgehend wurde eine Löschwasserversorgung aufgebaut und mit der Brandbekämpfung in einer Halle auf dem Gelände begonnen. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und Beamte der Polizei im Einsatz. Ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die genaue Ursache des Brandes ist momentan unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Am 3. Juli ist ein 38-Jähriger an der Kiesgrube Zeche nahe Nieski von 2 Angreifern überfallen und misshandelt worden. Dabei wurde ihm auch ein Hundewelpen gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Verbleib des geraubten Hundes. Ist der schwarz-weiße Dogge-Mischling jemanden aufgefallen oder zugelaufen? Wo hält er sich im Moment auf, sind die Fragen. Hinweise werden im Führungs- und Lagezentrum unter der Rufnummer 03581 468 100 entgegengenommen. In
In der Tschechischen Republik ist am Sonntag ein Waldbrand ausgebrochen. Die dabei entstehenden Rauchwolken waren am Montagnachmittag auch in Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz zu sehen. Außerdem konnte man starken Brandgeruch wahrnehmen. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Hubschrauber sind aktuell im Einsatz. Auch in einem Wald an der deutsch-tschechischen Grenze brennt es derzeit. In Görlitz werden jetzt wieder Vorschläge der Bürger für die Verschönerung der gründerzeitlichen Kernstadt gesucht. Damit startet nun die vierte Förderperiode aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung EFRE. Bei der Förderung sind insbesondere Ideen gefragt, die öffentliche oder gemeinschaftlich nutzbare Gebäude, Flächen oder Ausstattungen verbessern. Unterstützung können auch kleine Unternehmen erhalten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Vorstellungen zu erklären und darüber zu diskutieren. Dafür stehen drei Termine zur Verfügung. Am 28. Juli am Brautwiesenplatz, am 3. August im Büchtemannhäuschen und am 11. August am Wilhelmsplatz. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Ideen können auch per Mail an bürgerbeteiligung@görlitz.de oder auf der Website unter görlitz.de/EFRE-Ideen eingesendet werden. Dort sind auch weitere Informationen zum EFRE-Programm zu finden. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag an der Skultetusstraße in Görlitz Fußgänger und Radfahrer gefährdet. Sie spannten auf dem Boulevard zwischen vier Bäumen in einer Höhe von 1 bis 2 Metern Schnüre. Die waren nur sehr dünn und dadurch schlecht erkennbar. Eine 79-jährige Radfahrerin fuhr hinein und kam fast zu Fall. Hinweise zu den Tätern sowie weiteren gefährdeten Personen nehmen das Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder jede andere Dienststelle entgegen. Die Görlitzer Brücke Johannes Paul II. Ist seit heute für den Autoverkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Görlitz mitteilt, werden Sanierungen der Fahrbahn auf der polnischen Seite durchgeführt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum 15. Oktober bestehen. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke während der Baumaßnahmen weiterhin überqueren. Die nächsten Grenzübergänge befinden sich in Hagenwerder und auf der A4 Ludwigsdorf. Wie die Domowina, Bund Lausitzer Sorben, berichtet, fand am vergangenen Freitag ein Treffen mit mehr als 50 Vertretern aller 5 Regionalverbände der Domowina im Spreewald statt. Beim Ausflug nach Burg hatten sie zusammen mit dem Präsidium und der Verwaltung der Domowina Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen und auch über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Als Höhepunkt schloss sich die Kahnfahrt auf den Spuren sorbischer Sagen an. Die Teilnehmer erlebten ein Theater mit Sagenfiguren wie zum Beispiel der Mittagsfrau und dem Wassermann, sowie sorbische Musik mit der Gruppe Kula Bula. Das Jahr der Regionalverbände fand anlässlich des 100. Jahrestages ihrer Gründung als gemeinsames Vorhaben aller Regionalverbände der Nieder-, Mittel- und Oberlausitz statt, um den Zusammenhalt zu stärken und den Austausch zu fördern. Das Jahnbad in Weißwasser hat am vergangenen Sonntag wieder seine Türen geöffnet. Mit einem neuen Betreiberteam und nach umfangreichen Sanierungen konnte man nun wieder baden gehen. Zu den Öffnungszeiten täglich ab 10 Uhr ist die Sicherheit durch das entsprechende ausgebildete Personal gewährleistet. Zum Start in diese Saison steht ein Kiosk zur Verfügung mit kalten Getränken und Eis. Die Betreiber wollen auch wieder Veranstaltungen im Jahnbad anbieten, wie die beliebte Schlagernacht. In der Stadt Görlitz gibt es eine neue Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes. Diana Memmert wurde in der letzten Stadtratssitzung für diesen Posten berufen. Als neue Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes trägt sie künftig die Verantwortung, dass die Verwaltung gesetzeskonform und dabei trotzdem sparsam und wirtschaftlich arbeitet. Sie ist bereits seit vielen Jahren im Amt für Stadtfinanzen als Sachgebietsleiterin Haushalt tätig gewesen. Die Stelle wurde im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Cornelia Herbst zur Besetzung ausgeschrieben, heißt es aus dem Rathaus. Weiter geht es jetzt mit einem Bericht, der nicht ganz in die Görlitzer Region gehört. Doch auch Menschen von hier können sich dafür interessieren. Denn bereits zum 3. Mal startete in der vergangenen Woche der internationale Sommerkurs für sorbische Sprache und Kultur in Bautzen. Neben dem Kennenlernen der sorbischen Historie und der Kultur können Wissbegierige hier auch selbst die sorbische Sprache erlernen oder verbessern. Haben Sie sich schon einmal auf die Suche nach den Spuren Ihrer Ahnen begeben? Oder wollten auch schon mal mehr über Ihre Herkunft erfahren? Nun ja, diese Menschen schon.
Das Sorbische Institut konnte in der vergangenen Woche mehrere dieser Suchenden bei sich in Bautzen willkommen heißen. Denn vom 22. Juli bis zum 8. August findet derzeit in Bautzen der internationale Sommerferienkurs für sorbische Sprache und Kultur statt. Wir wollten einmal mehr darüber erfahren und haben mit dem Leiter des Sommerferienkurses gesprochen. Schönen guten Tag oder Dobre Dzień. Ich bin Fabian Kohlfürst. Ich arbeite am Sorbischen Institut und bin dort normalerweise als Sprachwissenschaftler angestellt. Derzeit leite ich den sorbischen Sommerferienkurs. Es ist schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, dass Leute im Zweijahresrhythmus hier in der Lausitz sich treffen, dieses Jahr aus 9 Ländern und halt Sorbisch lernen und dabei auch viel über die sorbische Kultur und Lebensweise erfahren. Das Projekt wurde bereits in den 60er Jahren am Institut für Sorabistik in Leipzig ins Leben gerufen und später am Sorbischen Institut Bautzen im Zweijahrestakt fortgeführt. Und das mit Erfolg. Immer wieder finden Menschen unterschiedlichster Nationalität ihren Weg ins Sorbische Institut. Leute, die sich als Slawisten explizit in ihrem Berufsleben mit slawischen Sprachen befassen und da eben auch gemerkt haben, dass sie da noch so einen blinden Fleck haben, das Sorbische, das sie doch auch bitte schön noch lernen sollten und sich deshalb damit befassen. Andere haben einfach gehört, dass in der Lausitz ein kleines Volk lebt und eine Sprache bewahrt hat und wollen das auch irgendwie kennenlernen. Es gibt weitere Leute, die festgestellt haben, Mensch, unsere Verwandtschaft vor Jahrzehnten, die waren ja auch sorbisch. Eigentlich bin ich ja damit auch irgendwie sorbisch und will mich wieder den Wurzeln ein bisschen nähern. Es gibt Leute, die Nachfahren von Auswanderern nach Amerika sind, die sehr stolz auf ihre Wurzeln sind und deshalb auch sich an dem Kurs hier eingeschrieben haben. Und so gibt es die unterschiedlichsten Motive. Wir haben dieses Jahr einen Interessenten aus Benin in Afrika. Wir haben jemanden aus Japan dabei. Das ist auch nicht das erste Mal. Es gibt sogar ein sorbisch-japanisches Wörterbuch, das von einem ehemaligen Kursisten geschrieben wurde. Der Ferienkurs stößt bei vielen Teilnehmern auf Begeisterung. So kommt es auch vor, dass man hier immer wieder altbekannte Gesichter sieht. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, so 10-15% dabei, die mindestens zweimal, das zweite Mal hier sind. Einige, die waren 5-6 Mal hier und sprechen fast perfekt Sorbisch. Und wir versuchen natürlich trotzdem auch, weil das Internat ist ja irgendwann auch mal voll und der Kurs damit dann geschlossen, vor allem immer vielen Anfängern auch die Chance zu geben, sich da einzuschreiben. Jetzt könnte man meinen, dass ein zweiwöchiger Kurs Themen nur anschneidet bzw. nicht wirklich in die Tiefe geht. Doch dem ist nicht so. Fast rund um die Uhr und mit viel Abwechslung widmen sich die Mitarbeiter des Instituts allen Anliegen der Kursteilnehmer. Man ist wirklich extrem erstaunt, was möglich ist, wenn man quasi hier komplett in die Sprache eingetaucht wird. Wir haben ja 3 Helferinnen, die studentische Hilfskräfte, die sich Tag und Nacht sozusagen um die Leute kümmern, mit ihnen zusammen abends sprachanimierende Spiele spielen, wo man halt auch ins Gespräch kommt, die Sprache, das, was man gelernt hat am Tage, anwendet. Wir haben ein sehr umfangreiches Begleitprogramm mit Exkursionen, mit vielen Vorträgen, mit Kulturbeiträgen und so weiter, sodass man halt quasi 24 Stunden eingetaucht ist in die sorbische Sprache. Und das ist erstaunlich, wie viel man dann tatsächlich in 2 Wochen, wenn man jeden Tag mehrere Unterrichtsstunden hat, plus das Begleitprogramm, was da rauskommt. Und das merkt man auch. Also mit vielen, die heute noch kein Wort Sorbisch können, kann man am Ende der 2 Wochen dann schon relativ gut sprechen. Dabei gibt es jedoch auch Leistungsunterschiede. Menschen mit Vorkenntnissen in slawischen Sprachen fällt das Sorbischlernen demnach leichter als einem texanischen Landarbeiter, der zum ersten Mal hier ist. Aufgrund dessen wurde der Kurs auf 5 Unterrichtsgruppen, je nach Wissensstand der Teilnehmer, aufgeteilt. Zum einen findet hier der Unterricht statt, aber... Wir haben die Exkursionen, die sind natürlich vorher geplant, da fahren wir auch mit dem Bus gemeinsam hin. Und wir haben die 3 studentischen Hilfskräfte, die halt tatsächlich auch dafür da sind, gerade mit den Leuten im Gespräch zu bleiben und zu sehen, okay, wo hapert's, wo hängt was, wo ist ein Wunsch offen, können wir den vielleicht erfüllen und so. Also da sind wir relativ gut aufgestellt, dass den Leuten halt wirklich viel geboten wird und dass sie halt das auch, dass sie dabei betreut werden. Sie stehen halt nicht, müssen sich nicht um alles selber kümmern, sich irgendwo hier in der Stadt eine Unterkunft suchen, sich ums Essen kümmern oder so, das fällt alles weg. Sie können sich halt voll auf das Sorbisch lernen, konzentrieren und auf das Begleitprogramm. Den Teilnehmern steht jetzt also noch eine aufregende Woche bevor. Und wenn Sie jetzt selbst Interesse am sorbischen Sommerferienkurs hegen, müssen Sie sich zwar noch etwas gedulden, aber in 2 Jahren gibt es dann wieder die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Und?
Das war unsere Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge. Nächsten Donnerstag senden wir dann eine neue Ausgabe der Regionalzeit aus dem Südosten von Sachsen. Bis dahin haben Sie noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.